Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Boca Chica von SpaceX. Viel Spaß! Ein Video, das ihr euch sehr gewünscht habt, war eine Übersicht über die Anlagen von SpaceX. Und das ist für mich natürlich Grund genug, dazu ein Video zu machen. Heute fangen wir mit Boca Chica an, dem Ort, an dem das Starship entwickelt wird. Wir schauen uns an, wie alles in dem kleinen Dorf im Süden Texas angefangen hat, was seitdem passiert ist und vor allem, wie es heute in dem zukünftigen SpaceX Spaceport aussieht. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Also wenn du dich für Raketen interessierst und die letzten Monate nicht unter einem Stein verbracht hast, dann weißt du, dass der heißeste Scheiß aktuell die Entwicklung des Starships von SpaceX ist. Und das völlig zu Recht. Denn ja, wenn es mal hält, was Elon Musk verspricht und es tatsächlich vollkommen wiederverwendbar sein wird, dann wird es die Kosten in der Raumfahrt dramatisch senken. Und SpaceX ein weiteres Mal die gesamte Industrie auf den Kopf stellen. Von mehreren tausend Dollar pro Kilogramm könnte der Preis für Nutzlast in einen Erdorbit langfristig auf unter 100 Dollar pro Kilogramm gesenkt werden. Und das Beste ist, ja, wir können live dabei sein bei der Entwicklung. Während bisher Raketen im Geheimen entwickelt wurden und getestet wurden, ja, teilt SpaceX großzügig Videos und Bildmaterial mit der Community und erlaubt eine Armee an Weltraum-Nerds, alle ihre Tests aus sicherer Entfernung live zu streamen und zu dokumentieren. An dieser Stelle ein Dank an alle Fangirls und Fanboys da draußen, die wie Mary, Boca Chica Girl, Lab Padre und RGB Ariel uns mit Bildmaterial und Videos versorgen. Danke, dass ihr uns auf dem Laufenden haltet. Aber wo wird das Starship eigentlich entwickelt? Alle SpaceX-Fans kennen den Namen Boca Chica. Boca Chica ist Spanisch und heißt übersetzt so viel wie der Mund des Mädchens. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Boca Chica ist auch der Name einer Halbinsel am Golf von Mexiko, im südlichsten Zipfel von Texas. Keine 2 Kilometer südlich verläuft mit dem Rio Grande die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Und Boca Chica ist auch der Name eines kleinen Dorfes, das laut Wikipedia im Jahr 2000 gerade einmal 26 Einwohner zählte. Das Dorf selbst besteht aus 35 Häusern. 2019 bot SpaceX allen Dorfbewohnern an, ihre Häuser für das Dreifache des aktuellen Marktwertes zu kaufen. Laut Vice haben mindestens 2 Bewohner das Angebot von SpaceX bisher noch nicht angenommen. Pläne zur Nutzung des Geländes als Spaceport gehen mindestens auf das Jahr 2011 zurück. Die nächstgrößere Stadt ist Brownsville mit knapp 200.000 Einwohnern, übrigens die ärmste Metropolregion der Vereinigten Staaten und laut FBI-Report von 2013 die gefährlichste Stadt Texas. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn hier Jobs entstehen und die Stadt in der öffentlichen Wahrnehmung auftaucht. Aber warum Boca Chica? Naja, wenig Bewohner, wenig Beschwerden über Lärm. Weiter hat Texas SpaceX 15 Millionen Dollar Subventionen bezahlt, damit SpaceX seinen Spaceport in Texas baut. Weiter liegt es strategisch günstig direkt am Wasser. Auch die Äquatornähe ist für äquatoriale Orbits ein echtes Plus. Hier nimmt man die maximale Rotationsenergie aus der Erddrehung mit, was weniger Treibstoff erforderlich macht. Auf meinem Radar ist Boca Chica erst so richtig mit dem Starship-Update am 28.09.2019 aufgetaucht, wo Elon Musk das jetzige Konzept des Starships vorgestellt hat. There are so many things to worry about, so many things to be concerned about. There are many troubles in the world, of course, and these are important and we need to solve them. But we also need things that make us excited to be alive, that make us glad to wake up in the morning and be fired up about the future and think, yeah, the future is going to be great. You know, and this space exploration is one of those things. Zwar hatte man vorher schon mitbekommen, dass das Starship nicht mehr aus CFK, sondern aus Edelstahl gebaut werden sollte. Und ja, der Starhopper ist auch schon erfolgreich in Boca Chica geflogen. Aber erst während dieses Livestreams wurde mir so richtig klar, dass es jetzt wirklich losgeht. Hätte mir damals jemand gesagt, dass kein Jahr später die ersten Hops gemacht werden und kurz darauf sogar die ersten abgefahrenen Höhenflüge unternehmen werden, ja, ich hätte das nicht für sehr wahrscheinlich gehalten. Aber wie fing das alles eigentlich an? Ursprünglich suchte SpaceX ein eigenes Spaceport für seine Falcon 9 und Falcon Heavy Starts. Die starten entweder von Florida oder von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. 2014 wurde die Nutzung von Boca Chica durch SpaceX das erste Mal angekündigt. Damals ging man noch von bis zu 12 Starts von Falcon 9 und Falcon Heavy aus. Der Nutzungsplan und Renderings aus der Zeit ähneln dabei sehr regulären Startanlagen, zum Beispiel der SpaceX-Anlage im Kennedy Space Center in Florida. In dieser Zeit wurden auch die ersten Grundstücke und Häuser gekauft.
2016 wurden 2 9 Meter S-Band-Verfolgungsantennen in Boca Chica aufgestellt. Fun Fact: Die gehörten ursprünglich der NASA und wurden für die Aufzeichnung der Space Shuttle-Telemetrie genutzt. Ein cooler neuer Verwendungszweck, dass die Antennen jetzt Dragon-Kapseln und Starship-Telemetrie sammeln. 2018 gingen die ersten Bilder einer Edelstahl-Tankkonstruktion durchs Netz. Im Januar 2019 wurde dann der erste Starhopper gebaut. Der wurde durch starke Winde teilweise zerstört, beziehungsweise der Nosecone, die Spitze, ist abgerissen. Anstatt einen neuen zu bauen, wurde einfach beschlossen, das Ding ohne Nase zu fliegen. Und das tat es dann auch. Neben 3 Static-Fire-Tests im April und Juni 2019 wurde ein erster 18-Meter-Hopp und schließlich am 27.08.2019 ein 150-Meter-Hopp unternommen. Damit wurde das Raptor-Triebwerk von SpaceX das erste flugerprobte Full-Flow-Stage-Combustion-Triebwerk. Und ab hier beginnt eine atemberaubende Entwicklung. Anstatt Hallen zu bauen, werden große Zelte aufgestellt. Über diese Zelte hat man sich in Auto Deutschland schon vorher sehr lustig gemacht, als die Industrialisierung des Model 3 anlief und Tesla Montagelinien in Zelte einrichtete. Ende 2019 sieht das Gelände in Boca Chica aus wie ein Schrottplatz und die wenigsten hatten wohl bei den Bildern das Gefühl, dass hier die Produktion des modernsten Raumfahrzeuges aller Zeiten entsteht. Ende 2019 wird der erste vollständige Prototyp des Starships MK1 vorgestellt. Und nur kurz nach der Vorstellung wird MK1 das Opfer der schnellen Testkampagne von SpaceX und bei einem Kryotest am 20.11.2019 zerstört. Um die tiefen Temperaturen der flüssigen Treibstoffe konstruktiv in den Griff zu bekommen, werden 2 Testtanks gebaut, die beide im Januar 2020 zerstört werden. Und auch das Starship SN1, damals noch unter dem Namen MK3, wird bei einem Kryotest zerstört. Während SN2 in den Ruhestand ging, wurde SN3 auch bei einem Kryotest zerstört. Der erste Prototyp, der über die Kryotests hinauskam, war SN4, der insgesamt 4 Static-Fire-Tests absolvierte, dann aber bei dem 5. spektakulär explodierte. Den ersten Starship-Prototypen, den wir fliegen sahen, war SN5. Noch ohne Steuerklappen und Nasenverkleidung brach SN5 am 4.8.2020 zu einem 150-Meter-Hop auf und landete den auch erfolgreich. Wie sein Bruder SN5 flog dann auch SN6 seinen 150-Meter-Hop ohne Steuerfläche und Nasenverkleidung und landete auch kontrolliert auf dem benachbarten Landeplatz. SN7 und SN7.1 flogen dann nicht, sondern wurden bei Kryotests geplant an ihre Belastungsgrenzen gebracht, um neue Fertigungsverfahren zu testen. Einen Prototyp, den ich wohl nicht vorstellen muss, das war dann SN8. Nach 3 Kryotests im Oktober und einem Static Fire und dann einem Kryotest und 3 Static Fire im November brach am 9.12.2020 der Starship-Prototyp SN8 zu seiner Himmelfahrt auf. Entgegen aller Vorgänger hatte SN8 3 Raptoren unter der Haube und testete diese auch erfolgreich während des Fluges. Noch spektakulärer wurde es dann mit dem Umschwenken und dem freien Fall aus 12.000 Metern Höhe. Durch dieses Manöver konnten die Steuerflächen getestet werden. Erst kurz vor dem Boden schwenkte SN8 wieder in die Senkrechte und 2 der 3 Raptoren versuchten ihr Äußerstes. Doch es hat nicht sollen sein und es versagte die Treibstoffzufuhr und SN8 endete in einem gewaltigen Feuerball. Mittlerweile warten wir alle sehnsüchtig auf den Flug von SN9. Wir beobachten aktuell schnellere Testfolgen der Static Fire Tests und so werden nach dem Kryotest am 29.12.2020 insgesamt 6 Static Fire Tests durchgeführt. Bei diesen Tests bleibt das Starship fest mit der Startrampe verbunden und es werden nur kurz die Triebwerke angeschmissen. 3 dieser Static-Fire-Tests wurden am gleichen Tag durchgeführt. Ein Novum bei SpaceX. Wenn alles gut läuft, könnten wir diese Woche dann endlich den seit SN8 lang ersehnten Flug von SN9 erleben. Werde ich mir auf jeden Fall wieder live anschauen. Und aktuell sind noch 9 weitere Starship-Prototypen im Bau, von SN10 bis SN18. Der Baufortschritt, der variiert hier deutlich. Und ja, als wäre das noch nicht genug, wird bereits an 2 Starship-Booster-Prototypen gebaut. Auch wenn es für eine Raketenfabrik weiter ziemlich unordentlich in Boca Chica aussieht, so hat das Gelände nichts mehr mit dem kleinen Schrottplatz mit einem Zelt von vor einem Jahr gemein. Mittlerweile verfügt Boca Chica über eine 47 Meter hohe Midbay und eine 81 Meter hohe Highbay. Fun Fact: Laut Elon Musk soll oben auf der Highbay mal das Mitarbeiterrestaurant untergebracht werden. Neben einem spektakulären 360-Grad-Ausblick soll ein Glasboden den Blick auf den Bau des Starships und der Booster freigeben. Neben der Highbay und der Midbay, in denen einzelne Ringsektionen zu einem Starship oder einem Booster zusammengesetzt werden, gibt es noch die Lowbay, in der werden die Nosecones zusammengesetzt. Und die von Elon Musk so geliebten Zelte gibt es weiterhin. In manchen dieser Zelte konnten Roboter beobachtet werden, die Hitzeschutzkacheln an Ringsegmente kleben. Aber Boca Chica ist jetzt schon so viel mehr. Neben den Produktionsanlagen in unmittelbarer Nähe zu dem ursprünglichen Dorf Boca Chica Village kennen wir Boca Chica hauptsächlich für sein Testgelände weiter östlich am Meer.
Hier befinden sich die beiden Starship-Teststände A und B, auf denen die Static-Fire-Tests stattfinden und von wo auch die ersten kurzen Flüge von SN5 und SN6 starteten. Und der SN8-Flug natürlich auch startete. In unmittelbarer Nähe zu den Teststätten befindet sich auch die Tankfarm. Der Bau startete Anfang 2019 und wird seitdem ständig erweitert und upgegradet. In Zukunft soll eine eigene Produktionsanlage für flüssigen Sauerstoff hinzukommen, die durch eine Solarfarm gespeist wird. Das mit Solar zu machen ist eine gute Idee, weil die Produktion von flüssigem Sauerstoff sehr energieaufwendig ist. Like one of the things that I think would be quite important to have locally is propellant production. Ich nehme an, SpaceX wird einfach Außenluft im Linde-Verfahren verflüssigen und durch die unterschiedlichen Siedepunkte der Luftbestandteile den Sauerstoff von dem Stickstoff trennen. So trucking massive, you know, thousands of tons of liquid oxygen to the site doesn't make a ton of sense. We should really produce the liquid oxygen here. And by the way, we have gaseous oxygen in the atmosphere. So we basically just need electricity. Das in unmittelbarer Nähe der Tankfarm zu tun, ist vermutlich auch keine schlechte Idee, da aktuell der flüssige Sauerstoff noch per LKW aus Brownsville angefahren werden muss. Ein weiteres Bauwerk am Start- und Testgelände ist die eigentliche Startrampe, die sich aktuell noch im Bau befindet. Und auch sonst wird sich wohl noch viel tun in den nächsten Jahren. Wenn wir eins von SpaceX kennen, dann das kontinuierliche Wachstum und die permanenten Verbesserungen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Michael bedanken, der mir sehr bei der Recherche der heutigen Folge geholfen hat. Und bei Mabel, die das Skript Korrektur gelesen hat. Bevor es in die Verabschiedung geht, möchte ich auf eine Sache hinweisen, die letzte Woche durch die sozialen Netzwerke gepurzelt ist. Und zwar hat nämlich SpaceX zwei alte Ölbohrplattformen für einen Spottpreis gekauft, um sie als Offshore-Start- und Landeplattform einzusetzen. Felix von What About It meinte, in seinem letzten Video, es wären 3,5 Millionen Dollar pro Stück gezahlt worden. Bei einem Neupreis von 300 Millionen Dollar, ja, ist das ein Schnapper. Diese schwimmenden Plattformen verfügen normalerweise über keinen eigenen Antrieb und werden mit Hochseeschleppern zu ihrem Einsatzgebiet geschleppt, wo sie dann mit Ankertrossen über dem Öl- oder dem Gasfeld festgemacht werden. Wie dann das genaue Einsatzprofil von SpaceX aussehen wird, ja, das bleibt abzuwarten. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.